Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder über Skype eingefunden mit meinen beiden Brüdern Michael und Viktor in Deutschland. Der eine respektivlich ziemlich nah an der niederländischen Grenze und der andere noch immer in meiner Geburtsstadt Hamburg zu Hause. Und wir haben uns verabredet heute Abend um die nächste Lesung, das ist die 30. im zweiten Band des wunderbaren Buches von Karl Theodor Griesinger zu machen. Über die Jesuiten und ihr Orden und ihre geheime und öffentliche Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis jetzt, was 1866 für den ersten Band und ungefähr 1872 für den zweiten Band ist. Die 30. Lesung heute, wie gesagt, wir sind im siebten und letzten Buch, wir sind im Begriff, das vorletzte Kapitel, nämlich das zweite Kapitel des siebten Buches zu beginnen. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich natürlich meine beiden Brüder erstmal herzlich willkommen heißen und sie beide so fragen, wie es denn so geht. Also, Michael, respektive Viktor, herzlich willkommen zur Sendung und ja, wie geht's denn da an der holländischen oder besser gesagt niederländischen Grenze, mein Bruder? Ja, hallo, guten Abend allerseits. Freut mich, wieder dabei sein zu können und dürfen. Hier ist letzten Endes die Schneegrenze anscheinend, denn wir haben so 7 bis 8 cm Schnee gehabt in den letzten Tagen, was letzten Endes für die Tiere doch richtig interessant ist, denn die kennen sowas gar nicht mehr großartig. Und für uns ist es nicht so toll. Fahrradfahren ist extrem gefährlich geworden hier. Aber das macht ja nichts. Wir sitzen hier jetzt alle schön warm und trocken. Und vor allen Dingen freuen wir uns darauf, heute Abend jetzt hier den Luxus genießen zu können, mit Strom und laufendem Wasser zu sitzen. Das haben nicht allzu viele Menschen auf der Welt. Und diesen Luxus teilen wir jetzt mit euch da draußen, indem wir euch jetzt an der nächsten Lesung von dem Herrn Griesinger teilnehmen lassen, der doch eine ganze Menge gemacht hat, um sein Vermächtnis auch uns mitzuteilen. Und das ist immer ganz toll, wenn wir jetzt partizipieren dürfen von den Sachen, die andere schon erfahren haben. Dann müssen wir hoffentlich ein paar Erfahrungen nicht selber machen. Und die Erfahrung, die ihr jetzt machen werdet, ist, den Viktor aus Hamburg wieder zu hören, der uns erzählen wird, ob jetzt die Elbe zugefroren ist oder nicht. Ja, hallo und moin moin. Ich bin auch mal wieder froh, mit euch verbunden zu sein. Und ich kann jetzt ehrlich gesagt aus erster Hand gar nicht berichten, ob die Alster oder Elbe zugefroren ist. Aber ja, es ist an sich sehr, sehr frisch kalt und gefühlt meistens immer noch kälter, als die Temperatur anzeigt. Aber für einen, ja, ich sag mal, Hamburger Fischkopf oder Fischkopf allgemein hat das sicherlich nicht so große Auswirkungen. Ja, von daher freue ich mich jetzt auch im Warmen und Trockenen zu sein und mit euch zusammen die nächste Lesung, ja, von dem wunderbaren oder aus dem wunderbaren Buch von dem Herrn Griesinger dann weiterzulesen. Ja, was die Elbe zu frieren und die Alster zu frieren angeht, Viktor, da wissen wir ja beide als alte Hamburger Jungen, erst friert die Alster zu und dann die Elbe vielleicht. Ne? In der Elbe halten sie ja immer die Schifffahrtsrinne natürlich frei, dass die Schifffahrt da frei durch kann, aber die Alster zugefroren, das habe ich in meiner Kindheit noch mitgemacht und da bin ich da Schlittschuh gelaufen und alles, das weiß ich, das gibt es heute wohl nicht mehr so viel. Aber dann braucht es schon einige Tage am minus 15 Grad und das, so schlimm ist das ja bei euch noch nicht gewesen bis jetzt. Na gut, also wie gesagt, das zweite Kapitel oder das vorletzte des siebten Buches des zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger. Das Kapitel heißt Die Wiedereinsetzung des Jesuitenordens oder Die Nullifizierung der Bulle Dominus ac Redemptor Noster. Am 16. August des Jahres 1773 war die Bulle bekannt gemacht worden, durch welche Antichrist Papst Clemens XIV. Den Orden Jesu auf ewige Zeiten für aufgehoben, unterdrückt und abgeschafft erklärte. Gerade wie seinerzeit Clemens V. den Orden der Tempelherren, Antichrist Pius V. den Orden der Humiliaten, Antichrist Urban VIII. Die Kongregation der Konventualbrüder und Antichrist Innozenz X. Den Orden des heiligen Basilius aufhob. Und vom genannten Tage an hatte also die Gesellschaft Jesu in der ganzen katholischen Christenheit keine rechtliche, wenigstens keine kirchenrechtliche Existenz mehr. Auch verstand es sich von selbst, dass jene Regierungen, welche die Aufhebung der bewussten Gesellschaft so nachdrücklich gefordert hatten, die Bekanntmachung wie die Vollziehung der Bulle sogleich gestatteten. Und somit wurden sie in Portugal, Spanien, Frankreich, Neapel und Parma sofort von Staats wegen publiziert.
Ganz dasselbe geschah auch in Venedig und Toskana. Überhaupt in ganz Italien. Und das Königreich Polen folgte dem guten Beispiel ebenfalls ohne besonderen Widerspruch nach. Nur in Deutschland war man vielfach anderer Ansicht. Die sind ja so tolerant, die Gutmenschen da. Und insbesondere darf die berühmte Kaiserin von Österreich, Maria Theresia, als diejenige bezeichnet werden, welche sich ihres fast außerordentlichen Bigottismus wegen mit Händen und Füßen dagegen wehrte, dass den frommen Vätern in ihrem Lande ein Leids geschehe. Vergebens drang ihr freisinniger Sohn, der Kaiser Joseph II. In sie, sich nicht gegen den Willen aller übrigen europäischen Monarchen zu stemmen. Vergebens tat dasselbe ihr Premierminister Kaunitz, welcher ihr bewies, dass sie von ihrem eigenen Beichtvater, dem Pater Bahama, durch den Verrat der ihm in der Beichte anvertrauten Staatsgeheimnisse elendiglich betrogen worden sei. Sie gab nicht nach, bis Antichrist Papst Clemens XIV. Ihr in einem persönlichen Schreiben die Notwendigkeit, den besagten Orden aufzuheben, auseinandersetzte und die Vollziehung der Aufhebungsbulle von ihr als einer getreu gehorsamen Tochter der Kirche geradezu forderte. Nunmehr ward die Bulle verkündigt und die Gesellschaft Jesu hörte als solche auch in Österreich auf zu existieren. Allein man ging bei der Schließung der jesuitischen Kollegien und bei der Konfiskation ihrer Güter mit einer Milde und einer Schonung zu Werk, dass man nur zu deutlich daraus sah, wie sehr ihnen die Regentin noch immer gewogen sei. Ganz in demselben Geist handelte man gegen die Söhne Loyolas auch in Bayern. Und hier, wie in Österreich, ließ man ihnen Zeit, ihre Barschaften und ihre Kapitalien, überhaupt ihr bewegliches Vermögen nebst den Archiven und Papieren in Sicherheit zu bringen. Dessen ungeachtet konnte man sich jetzt von der Tatsache überzeugen, dass die bisher kursiert habenden Gerüchte von dem Reichtum der Gesellschaft Jesu auch nicht im geringsten übertrieben gewesen, vielmehr weit hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben seien. Denn es belief sich zum Beispiel, das immobile Vermögen nur allein des Kollegiums von Ingolstadt auf mehr als 3 Millionen Gulden. Und das von München war noch viel reicher. Übrigens auch noch andere Dinge fanden sich, welche den Orden Jesu stark kompromittierten. Unter anderem ein Kruzifix, welches, wenn man es küsste, den Küssenden durch einen vorspringenden Dolch tötete, und ein Henkerschwert mit der bedenklichen Inschrift Hoc ferrum centrum et decem reis capita demesuit. Der Google Translator hat mir da nicht so besonders geholfen. Das heißt nur irgendwas von 110 Köpfe der Schuldigen, was da irgendwie Sinn macht aus der Übersetzung. Komischerweise funktioniert Google Translator in Latein so gut wie überhaupt nicht. In allen anderen Sprachen erstaunlicherweise gut. Aber Latein, das will er irgendwie nicht. Und ich schätze, da hat der Teufel wohl sein Händchen im Spiel. Nun, am allerärgsten aber erschrak man, als man in den unterirdischen Räumen des Münchner Kollegiums in einem ganz verborgenen Gewölbe 11 in Ketten aufgehangene menschliche Skelette fand, die sämtlich in jesuitischer Kleidung steckten und offenbar der höchsteigenen Justiz des Ordens Jesu zum Opfer gefallen waren. Natürlich wollte der kurfürstliche Regierungskommissar, der den Fund getan, sofort eine Untersuchung anstellen. Allein man zog es höchstenorts vor, die Sache zu vertuschen. Und somit musste sich der Kommissär mit der Erklärung des Rektors begnügen, es seien dies 11 wahnsinnig gewordene Brüder, die man eben ihres Wahnsinns wegen habe an Ketten legen müssen. Sieht man nun nicht aus diesem kleinen Beispiel schon, wie unendlich teuer der Orden Jesu der Krone Bayerns sein musste, da sie selbst bei offenkundig sprechenden Tatsachen den Schleier der blinden Liebe über ihn deckte, nur um ihn beim Publikum nicht in der Achtung stinken zu lassen? Nicht minder eifrige Freunde der Gesellschaft Jesu waren einige süddeutsche Priesterfürsten und die Bischöfe von Eichstätt, Basel und Augsburg machten sogar Miene, dieselbe der päpstlichen Aufhebungsbulle zum Trotze aufrechterhalten zu wollen. Doch kam es nicht so weit, denn die übrigen Kirchenfürsten Deutschlands opponierten heftig, damit nicht über der Vorliebe zu den Jesuiten ein Bruch mit dem Papsttum entstehe.
Und so warten die Gesellschaft Jesu wie überall sonst, so auch in den sämtlichen katholischen Ländern und Ländchen Germaniens aufgehoben. Ich sagte, in den sämtlichen katholischen Ländern Germaniens. Aber mit Unrecht. Kennt ihr noch die Asterix-Comics? Ganz Gallien war besetzt von den Römern. Ganz Gallien? Nein. Ein kleines Dorf nicht. Wenn ich diesen Satz hier lese, dann würde ich sagen, dass hier der Griesinger, der Vorgänger des Texters Uderzo aus den Asterix-Büchern war. Ich sagte, in den sämtlichen katholischen Ländern Germaniens, aber mit Unrecht, denn eine Ausnahme gab's. Und diese Ausnahme fand statt in der katholischen Provinz Schlesien, welche König Friedrich der Große von Preußen kürzlich seinem Reiche einverleibt hatte. Da müssen wir mal eben gucken, da habe ich für den Friedrich natürlich hier ein Bild vorbereitet, habe ich rausgesucht, weil ich habe das Buch ein wenig vorher lesen können. Friedrich der Große, das ist hier sein Konterfeit, oder wie man das so schön sagt, sein Bild, Nis. Im Breslauer Frieden nämlich war von diesem König für Schlesien in allem, was die Religion betraf, der Status quo garantiert worden. Und somit glaubte derselbe schuldig zu sein, auch das Institut der Jesuiten als zum Status quo gehörig beibehalten zu müssen. Nein? Wenn man Religionsfreiheit in dem Sinne hat, dass jeder seine Religion frönen darf, dann darf man ja auch nicht die Jesuiten unterdrücken, sagt er sich. Offenbar aber dachte er nicht im Entferntesten daran, den Orden Jesu als solchen in Schutz zu nehmen, sondern er behielt die Söhne Loyolas nur bei, damit das Unterrichtswesen in Schlesien, das bislang vollständig von den genannten Patribus geleitet wurde, nicht Not leide. Dies geht aus einem Brief, den er deshalb an Voltaire schrieb, ganz unwiderleglich hervor. Und eben um den Beweis dieser Unwiderleglichkeit zu liefern, erlaube ich mir einige Stellen des genannten Briefes, der vom 18. November 1777 datiert, anzuführen. Interessant, dass wir jetzt aus einem originalen Brief von Friedrich dem Großen an Voltaire lesen können. Und übrigens sollten wir uns auch immer daran erinnern, da kommen wir später noch zu, der Orden der Redemptoristen war so eine Bewegung von Liguori gegründet, die sich auch mit dem Unterricht beschäftigt hat und die gehen mit den Jesuiten einher. Also wenn die Jesuiten verboten sind, sind die Redemptoristen da und wenn die Jesuiten da sind, gehen die Redemptoristen in den Untergrund und umgekehrt. Da geht es hier jetzt noch nicht drum, aber das ist nur mal eben, dass ihr euch das im Hinterkopf behaltet, wenn wir später über die Redemptoristen sprechen, dass ihr wisst, wo die herkommen und dass eben König der oder hier Friedrich der Große eben auch mit den Redemptoristen unter, ich sag mal, einer Decke gesteckt hat. Aber lesen wir doch mal eben, was er in seinem Brief an Voltaire schreibt. Wir hatten damals, schreibt der große König, wir hatten damals niemanden, der fähig war, die Klassen zu leiten. Wir hatten weder Väter des Oratoriums noch Piaristen. Piaristen sind Angehörige der katholischen Männerordensgemeinschaft Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, Ordenskürzel SP. Ihr gehören vornehmlich Priester an, die in der Erziehung und im Schuldienst wirken. Und wir wissen ja, wie wichtig den Jesuiten die Ausbildung der jungen Menschen ist, ja, der nächsten Generation. Also der König sagt hier, wir hatten weder Väter des Oratoriums noch Piaristen und der übrige Teil der Mönche ist in große Unwissenheit versunken. Aber wenn man selbst nichts weiß, kann man auch anderen nichts lernen. Ne? Man musste also die Jesuiten beibehalten oder die Schulen ganz untergehen lassen und ich wählte sofort das Erstere. Überdies hätte, wenn der Orden aufgehoben worden wäre, die Universität von Breslau nicht mehr bestehen können und ich würde mich dann in die Notwendigkeit versetzt gesehen haben, meine Schlesier in Prag, also auf einer österreichischen Universität studieren zu lassen, was ganz gegen meine Regierungsgrundsätze ist. Interessant, ne? Prag, wo ja Jan Hus geregiert hat, also gelehrt hat, da wollte Friedrich der Große seine Leute nicht unterrichten lassen, weil da hatten sie wohl noch eine ganze Menge protestantische Lehren da drin. Deswegen stellt er sich hier dagegen. Als Lehrer der Jugend also und nur als solche behielt Friedrich II. Die Jesuiten bei sich.
nicht aber als Mitglieder der Gesellschaft Jesu, welche in seinen Augen gar nicht mehr existierte. Eben deswegen mussten dieselben auch bereits anno 1776 sowohl den Namen der Jesuiten als auch das Ordenskleid ablegen und erhielten dafür weltliche Tracht sowie den Titel Priester des Königlichen Schulinstituts. Auch wurde es ihnen strengstens verboten, sich nebenbei mit irgendetwas anderem als dem Unterricht der Jugend zu beschäftigen. Und dass sie dieses Verbot nicht übertraten, dafür hatte die Schulkommission, das ist die oberste Behörde in allen Unterrichtsangelegenheiten, zu sorgen. In solch veränderter Gestalt nun existierten die Jesuiten in Schlesien fort. Allein, wie weit entfernt war diese Art von Existenz doch von ihrer früheren? Wahrhaftig, man konnte sie nur eine Scheinexistenz nennen, und selbst diese dauerte nicht allzu lange, denn schon anno 1781, also gleich nach dem Tode Friedrichs des Großen, hob dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Das Schulinstitut auf und verwies die Priester desselben mit kleinen Pensionen versehen ins Privatleben. Auf diese Art ward dem Orden Jesu auch in Schlesien, respektive in den katholischen Provinzen Preußens, ein Ende gemacht. Ich habe die katholischen Provinzen Preußens hier grün hinterlegt, dass wir uns einmal davon bewusst sind, dass in dem allgemeinen protestantischen Preußen es natürlich katholische Provinzen gab. In Anlehnung daran, dass wir uns daran erinnern, wenn wir die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika uns vor Augen halten, die 13 Kolonien hatten am Anfang auch nur eine einzige Kolonie, die katholisch war, nämlich Maryland. Und später kam eine zweite hinzu, Pennsylvania. Aber die zwei Provinzen in Amerika, also in der neu gegründeten Nation Vereinigten Staaten von Amerika Ende des 18. Jahrhunderts, haben es geschafft, bis heute in 2019 das ganze Land umzuwälzen und katholisch zu machen. Es ist immer eine Gefahr, wenn man diese katholischen Provinzen in seinem Land belässt. Das ist immer, wenn man einen Sauerteig in einem sonst sauerteiglosen Teig drin lässt. Ein wenig Hefe oder Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Das ist hier genau dasselbe. Das ist genau die Gefahr, in die man sich hier begeben hat. Das sollten wir uns immer wieder gut vor Augen führen. Man lässt die Jesuiten irgendwie oder die Katholiken irgendwie irgendwo gewähren. Das ist genau wie wenn ein Chirurg einen am Krebs operiert, sage ich mal, und dann schneidet er die Mitte des Krebsgeschwürs raus und lässt die Ränder dran. Näht dann wieder zu. Was passiert dann? Der Krebs wird sich weiterentwickeln, ne? Und genauso ist das mit dem Katholizismus. Tut mir jetzt leid für meine katholischen Brüder und Schwestern, dass sie das aber wirklich mal wieder von mir um die Ohren geknallt kriegen. Wer bekennender Kathole ist, der ist in einer Kirche, die sowohl in der Hierarchie als auch von ihren Mitgliedern verlangt, dass sie dem Papst in Rom ihre Treue schwören, nicht dem Land, in dem sie wohnen. Sie sind Verräter, sie sind Teil der sogenannten fünften Kolonne. Und das war hier in Preußen schon damals gar nicht anders. Man hat das natürlich ein wenig gesehen an der stiefmütterlichen Art und Weise, wie Friedrich der Große die Jesuiten behandelt hat, wie er das Verbot durchgesetzt hat. Aber nichtsdestotrotz, selbst nachdem sein Nachgänger es durchgesetzt hat, sie hatten immer noch katholische Provinzen. Wenn man den Katholizismus nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, dann bleibt diese Satansbrut immer und überall noch erhaben. Ich musste mir das mal von der Seele sprechen. Kriege ich da von euch beiden noch einen Kommentar zu oder soll ich fortfahren in der Lesung? Na, dann fahre ich mal fort. Auf diese Art ward dem Orden Jesu auch in Schlesien, respektive den katholischen Provinzen Preußens, ein Ende gemacht. Und nun hätte man denselben als gänzlich in der Welt erloschen betrachten können, wenn nur ein einziges Reich, nämlich Russland, nicht gewesen wäre. Zwar allerdings hatte schon Peter der Große die Jesuiten durch ein eigenes Reichsgesetz auf ewige Zeiten aus allen seinen Staaten ausgeschlossen, und dieses Gesetz war bis zum Jahre 1772 strengstens eingehalten worden. Allein durch die im genannten Jahre vorgenommene Teilung von Polen hatte Russland einen Zuwachs von verschiedenen Städten und Provinzen, wie zum Beispiel von Polotsch, Witebsk, Orsa, Düneburg, Mochilow und Mitschislaw erhalten, in welchen die Söhne Loyolas eine Menge von Kollegien und sonstigen Häusern besaßen. Und es fragte sich also jetzt,
was mit ihnen anzufangen sei. Sie fortjagen und ihre Güter einziehen, meinten die meisten unter den Ratsherren der Kaiserin Katharina II. Und damit stimmte auch das Volk von Russland überein. Die Kaiserin selbst aber, nebst einigen ihrer Vertrauten, worunter besonders der Minister Graf Gregor Tschernitschew, meinte, man würde die neu erworbenen polnischen Untertanen, von denen bekannt war, dass sie mit großer Vorliebe an den Jesuiten hingen, sehr vor den Kopf stoßen, wenn man das Gesetz Peters des Großen auch auf ihr Land anwende. Und somit entschied sie sich dafür, dass man die Gesellschaft Jesu in Russisch-Polen wie bisher gewähren lasse. Dabei blieb es auch nach dem Erlass der Aufhebungsbriefe im Jahre 1773. Denn die Kaiserin Katharina als das Haupt der griechisch-orthodoxen, griechisch-katholischen, und das ist nicht christlichen Kirche, erklärte, dass die päpstlichen Breves in ihrem Lande keine Geltung hätten und verbot deshalb sogar alle und jede Bekanntmachung der Bulle Dominus ac Redemptor Noster. Wir müssen hierbei verstehen, griechisch-christlich, wie der Autor schreibt, die griechisch-christliche Kirche, die wir heute kennen, uns griechisch-orthodoxe Kirche oder auch die Ostkirche, die ist genauso katholisch wie die westliche Kirche. Sie akzeptiert gewisse Dogmen und den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes prinzipiell nicht. Darum kam es zum Schisma in 1054. Aber ansonsten ist die genauso katholisch wie der Rest. Ja? Und wenn ich die römisch-katholische Kirche nicht christlich nenne, dann kann ich auch die griechisch-orthodoxe Kirche nicht christlich nennen. Der Autor fährt fort und sagt, die Jesuiten hatten also wenigstens einen Winkel auf der Erde gefunden, wo man weder ihre Existenz noch ihren Wirkungskreis noch ihr Vermögen antastete. Und da dieser Winkel zufälligerweise einige tausend Quadratmeilen groß war, er begriff einen großen Teil von Litauen, einen Teil von Altpolen und ganz Westrussland, das so lange unter polnischer Herrschaft gestanden war in sich, so kann man sich bedenken, wie sehr sie sich nun hier auszubreiten und zu befestigen suchten. Daran jedoch hatten die bourbonischen Höfe, welche den Jesuitismus von der Erde vertilgt haben wollten, durchaus keinen Gefallen. Und sie drangen daher in Antichrist Papst Pius VI., den Nachfolger Clemens XIV., dass er durch seinen Nuntius in Warschau der Kaiserin Vorstellung machen lasse. Er tat es, obwohl mit großem Widerwillen, dieweil er die Jesuiten selbst sehr liebte. Er tat es aber doch, und siehe da, sein Tun gereichte seinen Lieblingen keineswegs zum Schaden, sondern vielmehr zum großen Nutzen. Die Kaiserin Katharina nämlich liebte es gar nicht, wenn sich ein auswärtiger Potentat in die inneren Angelegenheiten ihrer Regierung mischte. Und da ihr der Papst natürlich auch nur als ein auswärtiger Potentat erschien, was er auch ist, so wies sie ihn mit seinen Vorstellungen kurz ab. Ja, sie ging durch den Widerspruch gereizt. Wahrscheinlich hat der Einfluss ihres Günstlings Potemkin, den die Freigebigkeit der Söhne Georgs zu gewinnen genutzt hatte, ebenfalls das seinige. Sie ging noch viel weiter und erlaubte den Jesuiten, welche ihr vorstellten, dass ihre Gesellschaft ohne eine monarchische Spitze und Oberleitung nicht wohl gedeihen könnte, laut einem Dekret vom 25. Juli 1782 sich einen Generalvikar zu wählen. Also das ist ein Ersatz halt für ihren General. Bis es einst wieder gestattet sein würde, in Rom ein höchstes Haupt zu erkiesen, mit der vollständigen Gewalt eines Generals der Sozietät betraut sein sollte. Von dieser Erlaubnis aber machten die Söhne Loyolas natürlich sofort Gebrauch, im Handumdrehen, und ihre im Prozesshaus zu Polotsch im Oktober vorgenommene Wahl fiel einstimmig auf Pater Paul Exchenowicz, den Superior des genannten Prozesshauses, welcher bisher im Stillen bereits die Zügel der Regierung geführt hatte. Die Clemensche Bulle, Dominus ac Redemptor Noster, von der man sich so Großes versprochen hatte, hatte also keineswegs die Folge gehabt, die Gesellschaft Jesu ganz von der Erde verschwinden zu machen, sondern diese blühte vielmehr in Russland fort. Und der Generalvikar Exchenowicz benahm sich dort gerade, als wäre er der rechtmäßige und gesetzliche Nachfolger des verstorbenen Ricky. Er errichtete Noviziate und Kollegien. Er ernannte Prokuratoren, Rektoren und Assistenten.
Er berief die Professen zu Kongregationen zusammen und verkündigte deren Beschlüsse als unantastbare. Nur mal eben ein anderes Bild nehmen hier. Kurz, er tat gerade, als ob der Papst den Orden nicht aufgehoben oder als ob der Orden das Recht hätte, der Aufhebungsbulle zum Trotz fortzuexistieren und fortzuwirken. Dieses Gebaren musste aber natürlich ungeheuer auffallen und man fragte sich verwundert, ob denn das vierte Gelübde, das des unbedingten Gehorsams gegen den Stuhl Petri, jetzt auf einmal für die Jesuiten nicht mehr vorhanden sei. Man fragte sich, ob es ihnen denn freistehe, dasselbe nach Belieben heute zu halten und morgen zu verwerfen. Und bei näherer Betrachtung musste man sich gestehen, dass sie sich diese Freiheit tatsächlich herausnahmen. Wie nämlich der Pater Exchenevich in Russland, so handelten im Ganzen genommen alle früheren Mitglieder der aufgehobenen Sozietät Jesu. Und fast jeder Ex-Jesuit, Ausnahmen gab es natürlich auch, aber wenige, fuhr fort, ein Jesuite zu bleiben. Deswegen sage ich immer, Ex-Jesuiten gibt es nicht, außer diejenigen, die man mit den Füßen voran aus dem Raum trägt. Freilich offen vor aller Welt tat er dies nicht, sondern er war so klug, sich nach den Gesetzen des Landes, in dem er lebte, zu richten und nicht gegen den Strom schwimmen zu wollen. Allein insgeheim hielt er es immer noch mit seinen Brüdern zusammen. Und dies ward ihm in den Ländern, wo man den Orden bloß aufgehoben hatte, ohne seine Mitglieder über die Grenzen zu bringen, also in Österreich, in Bayern, in den kleinen geistlichen Staaten Deutschlands, in Polen und selbst in Frankreich, sehr leicht. Hier in diesen Ländern nämlich durften die Jesuiten unangefochten fortleben, sobald sie die Ordenskleidung nebst dem ominösen Namen abgelegt hatten. Und man stellte sie sogar mehrfach als Weltgeistliche oder Professoren und Lehrer an. Letzteres war besonders in Deutschland der Fall. Und man darf also mit Recht sagen, dass sie hier bloß das Kleid changierten, also austauschten. Schwerer wurde es ihnen, wieder in die Länder einzudringen, aus denen man sie förmlich hinausgeworfen hatte, wie zum Beispiel Portugal, Spanien und Neapel. Und auch in Frankreich fanden sie es nicht immer leicht, eine angemessene Stellung zu erringen, da man sie da scharf beobachtete. Allein trotz allem fanden sie doch mit der Zeit, was sie suchten, wenn sie auch hie und da ein solch weltliches Gewand gehüllt, dass man keinen frommen Pater hinter ihnen vermutete, sondern eher einen Mann der weltlichen Lust und Freude. Am liebsten war es ihnen übrigens immer, wenn sie bei einem hohen Herrn die Stelle eines Rats oder gar noch höheren Orts die Stelle eines Hofkanzlers zu erringen vermochten. Und dass ihnen dies nicht selten gelang, davon sind die beiden Ex-Jesuiten L'Enfant und Hébert Zeugen, welche nacheinander bei Ludwig dem 16. von Frankreich Beichtväter wurden. Kurz also, ein ganz wichtiger Satz, die Jesuiten bestanden fort, nur in veränderter Gestalt, nur dass das, was früher öffentlich geschah, jetzt insgeheim und im Verborgenen bewerkstelligt werden musste. Wir gehen hier noch nicht einmal auf die Tatsache ein, dass die meisten Jesuiten sich natürlich hinter dem Orden der Illuminaten verborgen hatten und damit auch durch das Freimaurertum weitergewirkt hatten. Aber eben ganz einfach, dass sie eben ihre Kleidung ablegen, andere Kleider anziehen und von daher anders erscheinen. Kommentar. Das typische Wölfe im Schafspelz-Syndrom, finde ich persönlich. Ja, Michael. Ja, bei mir sind eben die Alarmglocken angegangen. Da ja die einzelnen Länder da besprochen worden sind und dass die in Frankreich da nicht so wirklich einen Bahn auf den Boden bekommen haben. Da habe ich dann gerade so zwei Ideen zu gehabt. Und zwar zum einen diejenige, dass genau dasselbe, was du gerade sagst, der Illuminatenorden halt schon im Vorfeld geplant worden ist, um die damals schon im Vorfeld geplante Verbot der Jesuiten sozusagen dann schon mal abzufedern. Und die zweite Sache ist die, dass gerade die Jesuiten in den Ländern, wo die Katholiken den Großteil der Bevölkerung stellen, also zum Beispiel jetzt in Österreich oder auch im Königreich Bayern, da besonders stark sind und auch dann während der Zeit des Verbotes, da ja letzten Endes den Jesuiten selber ja schon klar war in den höheren Rängen, dass dieses nur von zeitlich begrenzter Dauer sein würde, weil es ja auch ein Krieg ist, ein Kriegslist sozusagen, die dann von ihren entsprechenden katholischen Herren dann in Obhut genommen worden sind.
Also zum Beispiel dann die deren Ländereien oder deren Vermögen dann halt in die entsprechenden katholischen Obhut dann gelangt ist und letzten Endes dann wahrscheinlich auch nur so eine Art Treuhandverwaltung war und dass die natürlich dann entsprechend auch ihren Support dann von der katholischen Kirche bekommen haben, denn eine Krähe hackt der anderen ja auch kein Auge aus. Ja, von der rechten Hosentasche in die linke, ne? Genau, genau. Und das fügt sich jetzt zu dem Bild hinzu, wie auch die Entstehung des Ersten Weltkrieges und die Beteiligung im Zweiten Weltkrieg durch halt Österreich und Bayern da unten in Süddeutschland eben da rekrutiert worden ist, dann ist es jetzt, glaube ich, auch sehr übergreifend zu unserer Lesung hinter den Diktatoren, wie halt manche Sachen da halt zusammengepasst haben. Und für mich würde das jetzt eine schlüssige Erklärung dessen liefern, dass gerade aus den katholischen Ländern die Jesuiten nie vertrieben werden konnten, zumindest nicht glaubwürdig und dauerhaft vertrieben werden konnten, weil deren Rückhalt in der katholischen Bevölkerung vielleicht sogar auch, aber zumindest bei den katholischen Würdenträgern halt so immens war, da sie ja auch genug Kapital hatten, um letzten Endes dieses Exil zu überstehen. Da war ja, wie wir eben gelernt haben, ja genug Grundbesitz und sonstige finanzielle Möglichkeiten vorhanden, dass sie sich halt einfach da mal für eine Zeit zurückziehen und dann trotzdem ganz voll da leben und dann halt unter der Maske der römisch-katholischen Kirche, was die Leute damals vermutlich eben nicht unbedingt dann direkt mit dem Ausleger der Jesuiten in dieser Vehemenz gesehen haben. Zumindest katholischen Gegenden. In den vielen katholischen Gegenden Deutschlands heutzutage ist ja immer noch nicht bekannt, wer die oder wen die römisch-katholische Kirche überhaupt da repräsentiert. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass gerade im 17., 18. Jahrhundert die Leute gesagt haben, ah, die Jesuiten sind weg und die römisch-katholische Kirche ist ja nicht so schlimm, weil unser Pfarrer ist auch römisch-katholisch. So ungefähr stelle ich mir das im Groben vor. Die haben sich dann nachher in die römisch-katholische Kirche geflüchtet und auf einen Schlag waren sie dann keine Jesuiten mehr, sondern alles sozusagen dann gemeinsame Brüderlichkeiten. Und nachdem die Jesuiten dann wieder in Amt und Würden gesetzt worden sind, waren sie dann alle plötzlich wieder da und haben dann letzten Endes dann richtig loslegen können. Und das ist eine Geschichte. Man darf die Jesuiten, glaube ich, niemals losgelöst von der römisch-katholischen Kirche betrachten. Das war jetzt so meine Idee gerade. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte mit diesen paar katholischen Provinzen in Preußen. Ja, das habe ich vielleicht nicht so schön und deutlich zum Ausdruck gebracht wie du jetzt gerade eben, aber dafür sind wir ja hier, dass wir uns als Brüder untereinander ergänzen in solchen Sachen und dass, wenn ich die Dinge nicht so deutlich sage, dass du das ein bisschen deutlicher formulierst. Das hast du sehr schön gesagt, Michael. Und ich finde vor allen Dingen deinen Bezug gerade eben nochmal auf die Lesung von Hinter den Diktatoren, vor allen Dingen natürlich auf die Sache, wo wir ja bereits besprochen hatten, dass wir wussten, dass die römisch-katholische Kirche eben sich aus Österreich Unterstützung geholt hat, weil sie nämlich aus dem Süden von Deutschland heraus Berlin erobern wollte. Und das haben sie getan. Sie haben einen Österreicher nach Bayern geholt und haben ihn von Bayern nach Berlin verschifft. Und da saß er dann und wurde deutscher Bundeskanzler. Unser Führer, so wie sie ihn dann später genannt hatten. Ja. Victor, hast du vielleicht auch noch etwas anzumerken auf das, was wir gerade eben hier so besprochen haben? An sich ist mir nur ganz noch aufgefallen, dass in Bezug auf Katharina die Große war das, glaube ich, dass da auch ein Satz war bei Hinter den Diktatoren auf Seite 4. Und ich finde, das ergänzt sich gerade ganz gut wieder mit dem Buch von dem Griesinger, dass der natürlich da nochmal eine gewisse Detailtiefe bietet, um, sage ich mal, diesen ganzen Rahmen oder wie sich das damals auch abspielte, da einfach noch ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen tiefer noch in die Materie einsteigt. Und denke ich, wird vielleicht nochmal ganz interessant, da nochmal vielleicht eine kleine Verlinkung zu machen. Das ist mir jetzt noch gerade aufgefallen. Ich war aber an sich jetzt auch so die letzten Absätze, die du gelesen hattest, doch erstaunt auch, wie doch, ich sag mal, ja, in gewisser Weise, wie Michael ja schon angefügt hat, ja nicht nur der Rückhalt war in dem katholischen Volk, ja teilweise sogar auch bei den Herrschern bzw. Königen. Ne? Und das ist dann doch wieder so eine Geschichte, die dann doch ein wenig erstaunt, weil man denkt ja doch so Schlesien oder auch, sage ich mal, noch weiter östlich davon, das war ja doch an sich ja doch eigentlich tiefst protestantisches Gebiet. Und da ist es dann doch immer wieder dann erstaunlich, wie sie es dann bewerkstelligt haben, ja, selbst in so wie, vergleichbar sagtest du ja auch mit Amerika, da dann doch das alles dann irgendwie umzupolen, ne? Ja,
wie die Herrscher diese Jesuitensache sehen, da werden wir in der zukünftigen Lesung noch viel tiefer drauf eingehen, auch wie sie das, wie die Jesuiten das geschafft haben, die Feudalherrscher dazu zu bringen, sie weiterhin sehr, sehr stark zu unterstützen, nachdem ihr Orden wieder zugelassen wurde, also nach 1814, wo wir jetzt im Grunde drauf hinzugehen, wo wir darauf hinzulesen auch. Das wird noch sehr, sehr spannend, vor allen Dingen für die Leute, die noch nie von den geheimen Verträgen von Wien, Verona und Chiri gehört haben. Da gehen wir dann später auch zumindest in einer Bemerkung nochmal drauf ein. Aber eine gute Bemerkung. Du hattest nur gesagt, dass da ein paar Sätze waren im ersten Kapitel von Hinter den Diktatoren, die, an die du dich jetzt erinnerst, die da sehr gut im Zusammenhang beipassen. Hast du die zufälligerweise griffbereit oder möchtest du das kurz? Ja, das ist auf Seite 4. Ganz, das ist der zweite Absatz. Ich habe das jetzt hier nicht griffbereit. Wenn du das halt eben vorlesen würdest für uns, das wäre ja schön dann. Ja, und zwar, ja, die Jesuiten waren einst unwiderruflich ausgewiesen worden von den europäischen Nationen, sogar von der katholischen Kirche selbst, durch Antichrist Papst Clemens den 14. in 1773. Jene fanden nur Zuflucht während ihrer 40-jährigen Verbannung bei der pietätlosen Katharina von Russland. Geschworen, dem Papst in allen Angelegenheiten zu gehorchen und verteidigen, war es schwierig für sie, selbst als Jesuiten, einen Weg aus dem Dilemma zu finden, Schützlinge einer Monarchin zu sein, die dem Papst eine lange Nase macht, um sie vor seinem Zorn zu schützen. Um das zu überbieten, haben die Jesuiten höflich und diplomatisch gegen den Ungehorsam Katharinas dem Papst gegenüber protestiert. Während sie dabei die Anforderungen ihres Schwurs erfüllten, machten sie mit einem reinen Gewissen weiter, um die Gastfreundlichkeit der Monarchin anzunehmen. Ja, und das ist so ungefähr der Absatz, sage ich, oder der, ja, die zwei, drei Sätze, wo es halt auch um Katharina die Große geht, Katharina von Russland geht. Ich finde das unglaublich bezeichnend, dass in dem, was du gerade eben vorgelesen hast und dem, was ich hier jetzt aus diesem Griesinger-Buch vorgelesen habe, zu der Situation ganz, ganz deutlich wird. Diese Politik, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, wir haben ja die Kaiserin von Russland als Oberhaupt der orthodoxen Kirche, so wie der Zar eben das Oberhaupt und der Beschützer der orthodoxen Kirche in Russland immer war und, naja, bis die Zaren abgeschafft wurden. Er ist immer der Beschützer, das Oberhaupt der Kirche, der Zar. Weil die akzeptieren ja, die Kirche akzeptiert ja auch den Papst nicht als Oberhaupt. Das ist ja einer der Grund der Schismas. Deswegen ist also die griechisch-orthodoxe Kirche eine feindliche Kirche, sage ich jetzt mal, gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Und die Kaiserin, die also das Haupt der Kirche in Russland ist, nimmt dann die vom Papst rausgeschmissenen Jesuiten, die ja dann anscheinend wohl auch ein Feind der Katholiken sind, auf und holt sich damit natürlich den Krebs ins eigene Haus. Die Auswirkungen davon sehen wir ja heute noch, was es heißt, wenn da sich Russland mit den Jesuiten eingelassen hat. Aber so dieses Dogma, das man ja auch kennt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, nachdem hat die Katharina ja ein wenig gehandelt. Ne? Sie ist selbst eine Feindin des Papstes und lädt sich dann die Feinde des Papstes oder die Verbotenen des Papstes ein und unterstützt sie in der Zwischenzeit. Finde ich mal eine ganz interessante Denkungsweise, auch Richtungsweise, um auch mal dahin zu denken an die Sache. Ja, gut, dann nehmen wir uns mal hier eben ein Bild von der Bulle mit rein, Dominus ac Redemptor, und ich wiederhole nochmal eben kurz den letzten hier in rot eingefärbten Satz. Kurz also, sagt der Autor, die Jesuiten bestanden fort, nur in veränderter Gestalt. Nur das, was früher öffentlich geschah, jetzt insgeheim und im Verborgenen bewerkstelligt werden musste. Zwischen Anführungszeichen, wie es sich für eine Geheimgesellschaft im Grunde ja auch gehört. Anführungszeichen Ende. Auch setzten sie sich in eine stetige Verbindung miteinander, und zwar ganz der Vorschrift gemäß, die ihnen noch ihr General Ricci erteilt hatte. Als nämlich der Jesuitenorden in Frankreich gewaltsam aufgehoben wurde, ja, wir erinnern uns 1762 damals mit La Valletta, ließ Ricci heimlich ein Schreiben an die Superioren ergehen und in diesem heißt es unter anderem folgendermaßen, Zitat,
Wenn ihr schon der Gewalt habt nachgeben müssen, welche euch das Kleid unseres heiligen Vaters Ignaz abzulegen nötigte, so könnt ihr dessen ungeachtet innerlich in eurem Herzen mit seiner Stiftung vereinigt bleiben und einen glücklicheren Zeitpunkt abwarten, wo ihr euch wieder äußerlich damit verbinden könnt. Bemüht euch nur, euch untereinander mit den stärksten Banden eng zu vereinigen und erinnert euch, dass menschliche Mächte kein Recht haben, eure Gelübde aufzulösen. Ende Zitat. Dieser Vorschrift ihres Generals Ricci gemäß handelten die Ex-Jesuiten und ihre Gesellschaft bestand also in allen Ländern, wo sie früher zu Hause gewesen war, noch immer fort. Nur musste die gegenseitige Verbindung durch geheime Korrespondenz oder, wo dies nicht ging, durch Reisen der Vorgesetzten und ihrer Untergebenen hergestellt werden. Und dadurch kam natürlich in die Wirksamkeit des Ordens einige Stagnation. Was Wunder also, wenn die Söhne Loyolas nicht sehnlicher wünschten, als nach und nach wieder in die öffentliche Wirksamkeit einzutreten. Was Wunder, wenn sie die Nachricht, dass ihnen in Russland gestattet worden sei, einen Generalvikar zu wählen, der die ganze Gewalt eines Generals in sich vereinige, mit dem unendlichen Jubel erfüllte. Jetzt war doch wieder ein Mittelpunkt da, um den sie sich scharen konnten. Jetzt hatte der Orden wieder ein sichtbares Oberhaupt, von dem er seine Befehle erhielt, seinen Regenten, der jedem Mitglied seinen Wirkungskreis vorschrieb. Ein ungeheurer Schritt nach vorwärts war damit getan und sicherlich bei einem solch glücklichen Anfang durfte man nicht daran zweifeln, dass es doch endlich noch gelingen werde, das große, das ganz große Ziel zu erreichen, welches sich die Ex-Jesuiten gleich von Anfang an gesteckt. Das Ziel nämlich, die gemordete Gesellschaft Jesu wieder von den Toten auferstehen zu sehen. Sofort begannen die Söhne Loyolas eine ganz außerordentliche Tätigkeit zu entwickeln. Und welch ein Glück, dass es der Sozietät vor 9 Jahren gelungen war, einen großen Teil der Reichtümer, das ist die Barsummen und Kapitalbriefe, zu retten, respektive bei treu ergebenen Freunden in Sicherheit zu bringen. Mit diesen Geldern, gut angewendet, konnte man Großartiges bewerkstelligen. Man konnte Gönner und Gönnerinnen erwerben. Man konnte Gegner beseitigen, die im anderen Fall Schlimmstes bewirkt hätten. Aber mit Geld allein, dies verhehlten sich die Jesuiten natürlich auch nicht, war natürlich das Ziel nicht zu erreichen, indem zwar viele, aber nicht alle Leute demselben zugänglich waren. Und somit mussten noch Hebel ganz anderer Art in Bewegung gesetzt werden. Sie wurden aber auch in Bewegung gesetzt. Und vor allem suchten diejenigen unter den Kardinälen, welche den Orden freundlich gesinnt waren, den Antichrist Papst Pius VI., den Nachfolger Clemens XIV., zu bewegen, dass er einen Schritt zugunsten des Jesuitismus tun. Er solle, so verlangten sie von ihm, wenigstens die Vorgänge in Russland zu billigen und die Wahl des Pater Czernicewicz zum Generalvikar anerkennen, wenn er auch vor der Hand noch nicht so weit gehen wolle, die Bulle Dominus Acredemptor Nostro offiziell zu widerrufen. Hiezu war jedoch Antichrist Pius VI., obwohl er notorisch eine der Söhne Loyolas nicht ungünstige Gesinnung hegte, unter keinen Umständen zu bewegen. Und zwar einfach deswegen, weil er sich vor den bourbonischen Höfen, welche die Abschaffung der Jesuiten durchgesetzt hatten, fürchtete. Vielleicht nebenbei auch ein klein wenig deswegen, weil er die Güter, welche die Gesellschaft Jesu in Rom und im Kirchenstaat besaßen, seinen Nepoten, seinen bevorzugten Verwandten geschenkt hatte und diese sie nicht mehr herausgeben wollten. Allein, wenn auch Antichrist Pius VI. Sich unnachgiebig zeigte, so durfte man deswegen noch den Mut nicht verlieren, denn der Mann war ja sterblich, wie alle Kreatur. Und über dem gab es noch gar vieles vorzubereiten, ehe der letzte große Schlag, die förmliche Wiederherstellung des Ordens, geführt werden konnte. Insbesondere musste man vorher das Ohr der regierenden Fürsten sowie auch ihre Herzen gewinnen, damit sie nicht feindselig dreinschlügen, wenn der künftige Papst die Wiederherstellungsbulle erließe. Und überdem musste man sich auch eine Partei unter dem Publikum, vor allem
unter der gelehrten Welt akquirieren, um bei dem Kampfe, der aus Grund der Restitution notwendig kommen musste, nicht gänzlich verlassen dazustehen. Man sieht, die Söhne Loyolas gingen ihrem vorgesteckten Ziel keineswegs mit Leichtsinn oder Überstürzung entgegen, sondern sie fassten vielmehr ihre Lage äußerst genau ins Auge und bauten an dem Palaste ihrer Wiederauferstehung nur dann weiter, nachdem sie vorher die sichersten Fundamente gelegt und auf die Fundamente ein massiv steinernes Stockwerk gefügt hatten. Natürlich übrigens würde es mich viel zu weit führen, wollte ich nun all die einzelnen Steine aufzählen, welche die Jesuiten herbeischleppten, um den Bau ihres Palastes zu fördern. Und ebenso wenig kann ich mich damit befassen, alle die Baumeister nebst ihren Gesellen, die an dem Werke arbeiteten, namentlich vorzuführen. Ist es nicht interessant, meine lieben Brüder und Schwestern, wie der Autor hier in Termen der Freimaurerei spricht, um die Arbeit der Jesuiten zu beschreiben? Vielmehr begnüge ich mich damit, sagt er im allgemeinen Umrissen, und sage also, dass die Herren Jesuiten ihren Hauptnutzen aus der damals wachsenden Aufklärung, insbesondere aber aus der gleich darauf ausgebrochenen Französischen Revolution, zogen. Und wir, die wir den wahren geschichtlichen Hintergrund wissen, wissen natürlich, dass diese Revolution von den Jesuiten im Namen der Illuminaten komplett geleitet wurde. Jahrhundertelang hatte Frankreich unter dem furchtbaren Despotismus seiner Ludwige, also seiner Könige, geseufzt. Einen Despotismus, der nur dadurch ermöglicht wurde, dass die Loyoliten und andere Patres ihrer Denkungsweise das Volk in der krassesten Geistessklaverei hielten. Aber endlich, wie das Maß voll war, stand es auf und zerbrach seine Fesseln. Es stand auf, um an denen, die bisher auf ihm herumgetreten waren, einen gerechten Strafakt zu vollziehen, und wer will es ihm nun verargen, wenn es in diesem Strafakt manchmal ein wenig zu weit ging, wenn es statt der Gerechtigkeit Rache, blutige Würgengelsrache übte? Doch wie nun der Würgeengel seine Fittiche entfaltete, ha, wie erschraken da nicht die übrigen Fürsten der Erde, besonders jene kleinen Despoten in Deutschland und Italien, die sich der gleichen schlimmen Wirtschaft wie die Ludwige in Frankreich bewusst waren. Wie erschraken nicht alle die, welche den Fürsten bei dem Despotismus hilfreiche Hand geleistet, welche ihnen bei allen ihren schlimmen Handlungen mit Rat und Tat beigestanden, ja, sie nicht selten sogar dazu aufgestachelt und den Hauptvorteil davon gezogen hatten. Sie hielten sich für verloren, sie alle zusammen, und wachend wie träumend glaubten sie, das Racheschwert an ihrem Halse zu fühlen. Allein, siehe da, jetzt erschien ein Ritter auf einem weißen Pferd in der Not, und dieser Ritter war kein anderer als der vor anderthalb Jahrzehnten aufgehobene Orden Jesu. Ungescheut und unverblümt traten die Herren Ex-Jesuiten mit dem Satze auf, dass an all dem Unheil, das gegenwärtig die Welt verwirre, nichts schuldig sei, als die Aufklärung und der Unglaube. Nicht aus dem schändlichen Regimente der Könige von Frankreich, nicht aus der Verzweiflung der durch die Despotie der Ludwige an den Rand des Verderbens gebrachten französischen Nation war nach ihrer Darstellung die Revolution hervorgegangen. Nein, sondern aus dem Jansenismus, aus der Ketzerei, aus der Vernunftanbetung. Und eben darum, fuhren sie in ihrer Demonstration fort, handle es sich nicht von gerechten Klagen, deren Abstellung das Volk fordern dürfe, sondern vielmehr von frechen Anmaßungen des verderbten Pöbels, die man mit aller Macht bekämpfen müsse. Mit anderen Worten, die Ex-Jesuiten traten in einer Masse von Pamphleten und Kontroversschriften, welche sie vom Stapel ließen, in Augsburg, wo sie ihre Lehrerstellen innehatten, beschäftigten sie Jahr aus Jahr ein eine eigene Druckerei damit, teils negativ als die heftigsten Bekämpfer der Französischen Revolution, ja, immer beide Seiten kontrollierend, teils positiv als die tief ergebensten Verteidiger des unumschränkt herrschenden Königtums auf. Und wer wird es nun nicht natürlich finden, dass eine solche Sprache den regierenden Fürsten
besonders den Deutschen und Italienischen, die so viel verschuldet hatten, ganz ungemein gefiel? Natürlich übrigens unterließen es jene Pamphletisten auch nicht, stets salbungsvollst hinzuzusetzen: Wir, die Söhne Loyolas, sind allein imstande, sowohl die Throne als die bürgerliche Gesellschaft vor dem drohenden Untergang zu retten, gerade wie wir seinerzeit die Kirche vor der Reformation, das ist, vor dem alles verschlingenden Ketzertum gerettet haben. Denn wir haben seit unserer Gründung bewiesen, dass niemand uns im Kampfe mit der Feder oder mit dem lebendigen Worte den Rang streitig machen kann. Auch wird, meinten sie schließlich bescheidenerweise, noch jeder Gewaltige dieser Erde zu der Einsicht gelangen, dass, wenn unser Orden nicht aufgehoben worden wäre, der Taumel der französischen Revolution gar nie hätte zum Ausbruch kommen können. Und eben deswegen kann nichts mehr im Interesse der Monarchen und Fürsten liegen, als unseren Orden so bald als möglich wiederherstellen zu lassen. Also schrieben die Jesuiten Feller und Eckartshausen. Und wir gehen da mal kurz in die Fußnote rein und lassen uns hier erklären, dass der Autor sagt, schon die Titel dieser jesuitischen Pamphlete von Feller und Eckartshausen waren bezeichnend genug. So schrieb zum Beispiel Eckartshausen über die Gefahr, welche den Thronen, dem Staate und dem Christentum durch das falsche System der heutigen Aufklärung und die kecken Anmaßungen sogenannter Philosophen den gänzlichen Verfall drohe. Und ganz ähnlich klingen die Titel aus der Pamphletensammlung, aus der Pamphletenfabrik in Dillingen hervorgegangenen Broschüren. Eine reine Zersetzungsarbeit, die die Jesuiten hier leisten. Also schrieben die Ex-Jesuiten Feller und Eckartshausen, Seiler, D'Estamberg, Martin, Fabre und wie sie alle hießen, und dass sie mit dergleichen Redensarten Eindruck auf einen Teil des Publikums, insbesondere auf die regierenden Herren und deren unmittelbaren Anhang machten, das lässt sich durchaus nicht in Abrede ziehen. Natürlich übrigens konnten sich die Ex-Patres bei der ihnen innewohnenden Klugheit nicht darüber täuschen, dass es mit dem Pamphleteschreiben allein ganz und gar nicht getan sei, sondern dass die persönliche Überredung eine weit intensivere Wirkung habe, und deswegen boten sie allem auf, um durch irgendwelche Mittel, teils durch weltliche oder geistige Anstellung, in den höheren Kreisen Eingang zu finden. Sie stifteten zu diesem Behufe sogar eine neue religiöse Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Verbindung des Heiligen Herzens oder die Gesellschaft der Väter des Glaubens oder die Vincentiner. Oder wie sie sonst heißen mochten. Und unter derlei unschuldigen Namen gelang es ihnen nicht selten, selbst an solchen Orten, wo man sie der öffentlichen Meinung wegen als Jesuiten in keinem Fall zugelassen hätte, Eingang zu finden. So wie sie aber irgendwo Posten fassten, so wie sie sich in der Hofhaltung irgendeines Großen dieser Erde eingenistet hatten, dann wussten sie auch in kürzester Frist durch ihre heftigen Expektorationen, das ist eine Herzenserleichterung, ja, die Expektoration über das Elend der Welt kam einer Schimpftirade gleich, also ein Gefühlserguss, ja, durch ihre heftigen Gefühlsergüsse gegen Aufklärung und Revolution alle diejenigen für sich zu gewinnen, deren bisheriger Einfluss, deren bisherige Herrschaft durch die Aufklärung und Revolution bedroht war. Also die Feudalherrschaft wiederherstellen. Wir begreifen das doch ganz gut hier. Denke ich doch mal eben. Ich muss mal eine kurze Pause machen und vielleicht ein paar Dinge erklären. Wir lernen hier durch den Griesinger, der es nicht ganz so deutlich sagt, aber ziemlich deutlich macht, dass die Jesuiten beide Seiten kontrollieren. Sie kontrollieren auf der einen Seite die Adligen, die die Menschen jahrhundertelang unterdrücken und ausbeuten und die Religionsfreiheit nicht zulassen, weil sie für die römische Kirche arbeiten und damit die Reformation unterdrücken und die Wahrheit unterdrücken. Und auf der anderen Seite, sobald die Jesuiten
aufgrund des Einflusses, den sie auf diese Leute genommen haben, zu einer übermäßigen Herrschaft angewachsen sind, dass den Feudalherren auf einmal gar nicht mehr wohl war, die dafür gesorgt haben, diesen Jesuitenorden zu unterdrücken, tun die Jesuiten so, als ob sie sich auf die Seite des Volkes schlagen, arrangieren mit ihren Illuminaten die französische Revolution, schlachten den ganzen Adel in Frankreich ab, lassen Blut strömen, aber wirklich in Strömen, ja, hauptsächlich sogenanntes blaues Blut, nehmen im Grunde Rache daran, dass sie sich von den Feudalherren damals verraten fühlten, schlagen sich sozusagen auf die Seite des Volkes und machen damit den überbleibenden Herrschern, Fürstenhäusern, Königshäusern und so weiter, natürlich dermaßen, sage ich jetzt mal, Bammel, dass die sich gerne auf die Seiten der Jesuiten schlagen und im Grunde sagen, im Grunde hatten wir es mit denen ja noch gar nicht so schlecht. Mit den Jesuiten können wir vielleicht noch leben, aber wenn der Pöbel erstmal kommt und wenn der uns den Kopf kürzer macht, dann haben wir ja gar nichts mehr. Und das ist natürlich eine wunderbare Sanzu-Taktik, die die Jesuiten ja 100% zupassen. Erst ihren Orden verbieten lassen und dann über die sogenannte Illuminatenbewegung die französische Revolution ausrufen und mit der französischen Revolution das Blut derer im Grunde verspritzen lassen, die dafür gesorgt haben, dass ihr Orden verboten wurde. Was macht man auf die Art und Weise? Man nimmt auf der einen Seite Rache und auf der anderen Seite schürt man in den Positionen wieder Angst, dass sie nachher doch wieder das, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, kleinere Übel, die Jesuiten wieder zulassen. Das ist auf weltpolitischer Ebene so raffiniert gespielt, dass wenn man Geschichtsbücher wie das von den Griesinger, wie The Ark and the Dove von J. Moss Ives, wie Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen von F. Tapper Saucy, wenn man andere Bücher wie Romanismus und die Reformation von Henry Gretton Guinness nicht kennt, dann kann man diese Zusammenhänge niemals begreifen. Dann ist man genau wie 99% der Weltbevölkerung ein Spielball wie in einem Flipperspiel und wird von der einen Richtung auf die andere geschlagen, von rechts nach links, von oben nach unten, dass man total die Orientierung verliert, überhaupt nicht mehr weiß, wo man ist, weil man weiß überhaupt nicht mehr, von wem man die Schläge kriegt. Und man denkt, man kriegt sie von der einen Seite und dann von der anderen und dann kriegt man sie von da und dann kriegt man sie von da und im Grunde kriegt man sie immer von derselben Institution. Und das merken die Leute nicht. Und dieses Buch von Karl Theodor Griesinger hat selbst mir, der ich schon einiges in der Hinsicht wusste und schon viel Geschichte studiert habe und alles drum und dran, unglaublich geholfen, hier nochmal die Augen zu öffnen und die Dinge miteinander zu verbinden und zu einem Verständnis zu kommen, zu einem Geschichtsverständnis zu kommen, wie ich es vorher auch noch nicht hatte. Und ich hoffe und bete inständig, dass das mit euch dasselbe ist, dass ihr seht, wie es immer, immer, immer unablässig notwendig ist zu begreifen, dass die Jesuiten beide Seiten bespielen. Sie bespielen sowohl die Seite des Volkes als auch die Seite der Feudalherrscher, um es jetzt mal die Adligen oder wie auch immer so zu nennen. Und dadurch, dass sie beide Seiten spielen, können sie immer den Ausgang dieses Spiels bestimmen. In der hegelischen Dialektik nennt man das These auf der einen Seite, Antithese auf der anderen und natürlich dafür sorgen, dass die Synthese, die man vorher geplant hat, das Resultat ist, wenn man These und Antithese aufeinander knallen lässt. Das tun sie. Seit sie 1540 von Antichrist Paul III. In Dienst gestellt wurden, immer und immer wieder, über und überall, wo sie vertreten sind. Aber genauso macht es die römisch-katholische Kirche schon seit 1800 Jahren. Ja, und sorry, ich habe gedacht, du wirst zu Ende. Ja, bin ich im Grunde auch. Sag mal, ist gut. Sag mal. Ja, und die Leute damals haben, ich weiß jetzt nicht, ob er das öffentlich gemacht hat, haben wahrscheinlich auch gar nicht mit einbezogen, dass der Voltaire auch jesuitisch da geschult worden ist. Das wissen viele nicht, ja. Von Voltaire gibt es den schönen Satz, der heißt, Geschichte ist die Lüge, worauf man sich geeinigt hat. Der hat viele schöne Sätze gesagt, ja. Ja, nur der Punkt ist ja der, man hat dann also quasi, man kann sich ja auch dann die ganzen Bälle nicht nur links und rechts hin und her spielen, sondern man hat letzten Endes dann die Illusion, die den Leuten bis heute anhängt, von wegen einer Volksherrscher, von wegen einer Mittelschicht, von wegen eines Parteiensystems und so weiter. Das kommt ja alles aus diesem Ursprung heraus. Das ist ja alles eigentlich eine totale
in eine totale Fantasiewelt. Also Phantasialand ist real, aber ist leider wirklich überall. Und das ist das, was, glaube ich, die Menschen nicht begreifen. Die glauben, sie wären selber dafür verantwortlich gewesen. Sie hätten selber in der Hand gehabt, weil sie damals auf die Straße gegangen sind, entweder zur Französischen Revolution oder meinetwegen die Montagsdemos. Ich wollte gerade sagen, 1989. Ja, genau, ne? Genau, ja. Genau. Ja, oder Leipzig, Dresden, was es da alles gab im Osten oder sonst wo, irgendetwas hätte irgendetwas bewirkt, was von vornherein nicht geplant gewesen wäre. Und das ist die Illusion der Demokratie. Es ist meiner Meinung nach nur eine Illusion. Ich kenne das in keinem Land der Welt. Ich sehe das nicht so, dass in China das Volk was zu sagen hätte, in den USA das Volk was zu sagen Moment, hätte. Moment. China? Ja. Das ist doch die Volksrepublik. Also wenn ich irgendwo auf dieser Welt das Volk was zu sagen habe, Michael, ist es doch wohl da, oder? Ja, eben. Ja, das, genau da, genau. Ja, wunderbar den Ball aufgenommen. Genau das ist der Punkt. Ja, die Deutsche Demokratische Republik war nicht demokratisch. Die Volksrepublik China ist keine Volksrepublik. So, und deswegen haben wir hier letzten Endes so eine Konstruktion, dass die Menschen in Ländergrenzen und Nationengrenzen denken, aber nicht verstehen, dass dieses Spiel permanent über Bande gespielt wird und immer irgendjemand einen Stellvertreterkrieg hat. Wie du eben schon gesagt hast, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Man kann auch genauso gut hingehen und sagen, gut, die Sachen sind so lange geplant und müssen so lange geplant sein, damit dieses Wissen letzten Endes nicht innerhalb von einer Generation überblickt werden kann. Das ist vielleicht auch eine Taktik, dass man die Sachen so weit im Voraus plant, dass letzten Endes innerhalb eines Lebens, bis man mal aufgewacht ist, in welcher Matrix man lebt, man kaum noch die Chance hat, das alles auf einmal zu begreifen, dagegen zu steuern und dann noch die nächste Generation oder die übernächste auch noch darüber in Kenntnis zu setzen. Und deswegen sind letzten Endes digitale Medien ja so interessant. Das, was wir hier aufzeichnen, kann vielleicht über unsere physische Existenz hinaus gehört werden. Deswegen machen wir die Geschichten auch nicht nur, um die Leute jetzt aufzuklären, sondern um die Leute in Zukunft aufzuklären. Das, was der Griesinger für uns ist, sind wir vielleicht für andere. Guter Punkt. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ganz genauso. Und da war eine schlaue Person, die hat mal einen Spruch gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat gesagt, jede Generation muss wieder kämpfen für die Freiheiten, die die Generation vor ihr erworben hat, weil sonst gehen diese Freiheiten wieder verloren. Mhm. Und besser kann man das im Grunde gar nicht ausdrücken. Und eine andere Art und Weise, das auszudrücken, hat Tapassos in seinem Buch Herrscher des Bösen ja gefunden. Er hat ja in seinem Buch das Zitat gebracht, wo es, glaube ich, geht in einem der ersten Kapitel über die Medici-Lehrmethode, wo er davon spricht, dass in 1914 in 90% der amerikanischen Hochschulen ein verpflichteter Geschichtskursus war. 1939 und 1964 waren das nur noch 50%. Und 1996, das war die Zeit, wo er die Recherche zu seinem Buch ungefähr abgeschlossen hatte, war es nur noch eine in 50 Hochschulen, die einen verpflichteten Geschichtskurs angeboten hat. Und sein Fazit war, dass wohl in der Zukunft es nur noch Amateure gibt, die sich mit der wirklichen Geschichte beschäftigen, um die Gegenwart zu verstehen und vernünftige Voraussagen für die Zukunft treffen zu können. Und da fühle ich mich und wahrscheinlich ihr beiden euch auch mit angesprochen. Und leider muss ich dem Tapassorsi hier 100% recht geben. Hat er recht gehabt. Denn das, was wir in der Schule an Geschichte lernen, das ist ja keine Geschichte in dem Sinne. Und ich habe das heute noch mal gesehen. Ich hatte ja mich ein bisschen vorbereitet auf die Lesung und hatte unter anderem, glaube ich, die Webseite von dem Friedrich den Großen da, glaube ich, aufgemacht und dann mal reingeguckt. Da steht einiges drin von einigen Kriegen und was weiß ich nicht alles, aber da ist überhaupt kein religiöser Hintergrund bei berücksichtigt. Und auf diesen Wikipedia-Seiten, die teilweise unglaublich lang sind, wenn es über diese Leute geht, da kann man das Wort Jesuit suchen bis zum Abwinken. Man wird es nicht finden, das wird da nicht drin erwähnt. Das ist für mich ein Grund, um solche Quellen wie Wikipedia anzuzweifeln, weil sie natürlich nicht die ganze Wahrheit sagen. Aber es stehen natürlich schon interessante geschichtliche Fakten darin. Nur eben die Hintergründe dieser Fakten werden bei Wikipedia und dergleichen Quellen nicht beleuchtet. Und dafür machen wir ja gerade diese Lesung hier heute, um die Leute davon zu informieren und ihnen aufzuzeigen, dass sie wissentlich dumm gehalten werden. Und dann gibt es einige Leute, die sagen von, ja, da interessiert mich nicht, gib mal noch ein Bier, Hauptsache mir geht das gut und der Rest interessiert mich nicht. Und dann gibt es ein paar andere, die sagen, die haben irgendwo so ein Rechtsgefühl und die sagen von,
Ich mag es nicht, wenn man mich bescheißt. Und dann will ich doch zumindest wissen, wer mich bescheißt und warum er mich bescheißt. Und die dann vielleicht mal aufwachen und das ein oder andere Geschichtsbuch in die Hand nehmen und vor allen Dingen vielleicht mal die Bibel in die Hand nehmen. Und dann mal sehen werden, dass derjenige, der alles geschaffen hat und der das Ende schon von Anfang an wusste, es für uns hingeschrieben hat. Zwar ein wenig in Symbolschrift, in Hieroglyphen mehr oder weniger, wie Johannes zum Beispiel in der Offenbarung es vernommen hat und auch wie Daniel sich viele seiner Prophezeiungen offenbarten, dass es ja mehr oder weniger in, sage ich jetzt mal, Hieroglyphen, in einer gewissen Zeichenschrift ihm offenbart wurde, dass man sich darum bemühen muss, um es zu verstehen, aber man kann es verstehen. Und dann bekommt man auf einmal eine Sichtweise auf diese Welt, das ist wie ein Schlag in den Solarplexus. Boah, da wird ja auf einmal schlecht. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Weil, glaubt mir, meine lieben Brüder und Schwestern, dem Michael, der mit mir hier am Skype-Mikrofon sitzt, und dem Viktor da in Hamburg, den geht und ging das nicht anders. Aber ich möchte doch lieber die Ohrfeige der Wahrheit einmal haben, als ständig von der Lüge gestreichelt zu werden. Ich zumindest. Ich weiß nicht, was Viktor hier noch drauf zu sagen hat, Bruder. Ja, an sich waren das doch sehr schön abschließende Worte schon eigentlich von dir. Ich hatte noch mal so einen Punkt, der mir jetzt noch in der Lesung noch herausgestochen ist. Und ich glaube, das war auf Seite 347. Und zwar war das der Satz, ich glaube, ich lese noch mal sonst den noch davor. Insbesondere musste man vorher das Ohr der regierenden Fürsten sowie auch ihre Herzen gewinnen, damit sie nicht feindselig dreinschlügen, wenn der künftige Papst die Wiederherstellungsbulle erließe. Und überdem musste man sich auch eine Partei unter dem Publikum, vor allem unter der Gelehrtenwelt, akquirieren, um bei dem Kampfe, der aus Grund der Restitution notwendig kommen musste, nicht gänzlich verlassen dazustehen. Also ich denke, ab dem Zeitpunkt auch ist auch so eine Art Saat gesät worden in dieser Art, ja, Gelehrtenwelt oder das, was wir heute sagen, ja, diese Akademiker- oder Akademikerwelt, dass natürlich dahingehend natürlich, das ist jetzt, sage ich mal, für heute oder aus meiner Sicht heute natürlich auch, ja, dass diese Saat auch so weit wunderbar aufgegangen ist, dass es für viele Menschen natürlich auch ein absolutes, gar kein Verständnis dafür da ist, wenn man sie damit dann auch, ich sag mal, mit dem Ratio Studiorum oder alles dem eben, worauf diese Gelehrtenwelt oder was die Jesuiten an der Gelehrtenwelt akquiriert hat, dass das wirklich wunderbar aufgegangen ist. Also dahingehend ist ja doch die Faszination so an Wissenschaft und Technik, die eben auf diesem Lernen gegen das Lernen Methode basiert. Dahingehend ist es dann doch auch, ich sag mal, schwierig, eine Argumentationsgrundlage zu finden bei diesen Menschen, um sie darauf aufmerksam zu machen. Das ist so eine Art, schon eine Art Glaube geworden. Ja. Also selbst jetzt mehr Menschen, die jetzt eigentlich nicht von sich aus sagen, dass sie gläubig oder an irgendeine Religion glauben, aber dahingehend ist dann doch wieder, ich sag mal, für gewisse, nenne es jetzt mal pseudowissenschaftliche Fundamente, die sind dann doch schon sehr, sehr interessant oder so weit interessant, dass die sich das verinnerlicht, ins Fleisch übergegangen ist. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Satz, den ich ja immer gesagt hatte, von Bill Cooper damals gelesen zu haben, wo ich meinte, dass Bill Cooper meinte, man müsse ja selbst nicht religiös sein, aber man muss die Religion der Herrschenden begreifen, um ihre Schritte und ihre Taten zu verstehen. Und da erinnert mich das so ein bisschen an, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Ja.
Michael, hast du noch abschließende Worte oder Viktor, hast du jetzt noch abschließende Worte, bevor wir jetzt das Video zum Ende bringen, weil mit der Lesung bin ich fertig. Wir sind schon etwas über eine Stunde. Wir haben jetzt nur unsere letzten Worte, die wir hier sagen möchten. Also Michael, hast du noch was, was du... Ja, aber das würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Ja, warum? Ein paar Minuten. Ja, das ist für eine Griesinger Lesung an... Das ist für eine Riesenerlesung in Anführungsstrichen schon fast zu schade, da könnte man schon fast für ein eigenes Video von machen. Ja gut, dann behalt's mal im Hinterkopf, dann machen wir halt mal ein eigenes Video davon. Dann nehme ich das mal als deinen Abschied von heute. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, aber die große Sache, die mir gerade wirklich hier, ich habe hier gerade mehrere Bibeln und lese hier gerade quer und ich hätte da jetzt so eine Geschichte, da könnte man echt mal, das glaube ich ist ein richtig interessanter Sache. Eine Anmerkung nur noch dazu, wir hatten ja eben über die sogenannte Kaiserin gesprochen, ja. über die Maria Theresia und um vielleicht solche Dinge besser verstehen zu können und dann auch andere Dinge besser verstehen zu können, sollte man, glaube ich, in Deutschland eine andere Denkweise mal zutage bringen, denn in Österreich laufen die Uhren anders. In Österreich ist das ja so, dass die, doch meiner Meinung nach zumindest, schlussfolgere ich das daraus, die Obrigkeitshörigkeit größer noch ist als in Deutschland. Und das heißt ja schon was. Das heißt, diese traditionellen Strukturen, die da herrschen, zeigen sich doch alleine schon dahin, dass beispielsweise diese Maria Theresia, obwohl sie nicht selbst gekrönt war, als Kaiserin tituliert worden ist. Und das hat mich sofort dazu gebracht, zu dem Punkt, dass speziell in Österreich es so ist, dass eine angeheiratete Frau eines Doktors auch dort noch mit Frau Doktor angeredet wird. Zumindest war es in der Zeit meiner Jugend noch so. Und das zeigt mir doch, dass da wirklich erzkonservative Menschen sind, die das immer so tun aus der Tradition heraus. Und das würde dann letzten Endes auch erklären, warum gerade mit dieser Tradition die römisch-katholische Kirche gerade in so einem Land erfolgreich ist, das vermutlich aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten halt ein bisschen, ja, nicht so den ganzen Protestantismus oder die Ausläufer der Französischen Revolution so stark mitbekommen hat, wie vielleicht eine Großstadt in Westdeutschland oder vielleicht Preußen, kann ich jetzt nur mutmaßen. Aber diese traditionelle Verhaftung der Österreicher sieht man an dem Titel Kaiserin und sieht man auch an dem Titel Frau Doktor. Und ich glaube, daran sieht man auch, wie stark verwurzelt dieses Traditionsbewusstsein dieses Volks der Österreicher ist. Ohne wertend zu sein, aber nur um gewisse Dinge mal ins richtige Licht zu rücken. Das ist nicht so, als wenn die Leute da nicht denken können. Die sind nur in ihren Traditionen so stark und das wird dann von der einen auf die andere Generation weitergegeben. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum der Adolf damals so erfolgreich war, weil die gesagt haben, ja, da der Junge ist von uns. Und da werden sicherlich auch ganz, ganz viele Leute in Österreich aus der katholischen Kirche da die Werbetrommel gerührt haben. Und so kommt der eine zum anderen und so ist dann plötzlich ein Land vereint, weil das ist ja alles immer gut gelaufen. Und die Leute sind halt einfach da sehr stockkonservativ. Das war es von mir dazu. Gut, Viktor, hast du noch etwas zum Abschließen? Also ich fand für die Lesung, ja, nochmal den Punkt, den du auch hervorgehoben hattest, ist sehr interessant, also dass die Jesuiten immer beide Seiten spielen und dadurch auch letztendlich in all den vergangenen Jahrhunderten nichts dem Zufall überlassen wurde, auch wenn man uns das gerne immer so ein bisschen weiß machen möchte in der Schule oder auch in den Medien. Und natürlich auch jetzt für mich auch klar, natürlich, ja gut, an sich, was du sagtest, die katholische Wurzel aus einem Land rausreißen, das an sich, ja, ist wahrscheinlich auch, reicht auch noch nicht mal. Man muss auch komplett den ganzen Lehrplan, alles muss man auch mit rausschmeißen. Also es sind in vielerlei Hinsicht Saaten gesät worden von den Jesuiten und da wären mehrere Baustellen gleichzeitig zu bearbeiten, um dahingehend auch wirklich dafür zu sorgen, dass die, deren Einfluss dann auch aus dem Land verschwindet. Also das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden, dass oftmals vieles, was dann die Herrscher auch, sage ich mal, so von sich gegeben haben, mehr oder weniger ja wirklich nur Lippenbekenntnisse waren, weil das, was wirklich nötig gewesen wäre, um dieses Übel, die Ursache zu bekämpfen, das ist wirklich ein bisschen tiefgründiger oder tiefgreifender, als nur jetzt ein Gesetz zu erlassen oder eine, ja,
wie auch immer, ein Lippenbekenntnis von sich zu geben. Ja, an sich freue ich mich dann auch wieder auf die nächste Lesung und sage dann an der Stelle Tschüss. Ja, danke Viktor, danke Michael für eure Beiträge. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer dieses Videos sich ein wenig davon haben jetzt was merken können, was wir hier alles etwas über eine Stunde erzählt haben, was ich gelesen habe. Die Lesung hat mir persönlich sehr viel Spaß gebracht, etwas mehr, als wenn ich es nicht vorbereite, weil ich schon ein wenig wusste, worum es geht und ich auch hier und da meine Betonung ein bisschen habe anpassen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es setzt euch an zum eigenen Geschichtsstudium, mit dem ihr immer berücksichtigend, dass die Bibel an der Basis einer jeden Studie liegen muss, lernen könnt, wie der Schöpfer dieser Welt, der das Ende von Anfang an bereits kannte, uns in seinem Wort mitteilt, wie diese ganzen Dinge sind und dass wir begreifen, dass wir unser geistliches Schwert ziehen müssen, dass wir unseren geistlichen Helm anziehen müssen, dass wir unseren geistlichen Schild tragen müssen in diesem Kampf gegen die Gewalten des Bösen, wie sie in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 beschrieben sind. Die Bibel ist unsere wichtigste Waffe. Wenn wir die Bibel hochhalten, dann läuft sogar der Teufel. Genauso wie er damals bei Jesus Christus weggelaufen war, als der ihm dreimal widerstanden ist, nur durch zu sagen, es steht geschrieben. Und um zu wissen, was geschrieben steht, muss man seine Bibel lesen. Und ich hoffe, dass ihr das tut, bis wir uns das nächste Mal zur 31. Griesinger Lesung wiedersehen. Bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha.